Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, können wir ein bisschen laufen lassen hier im Hintergrund. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache, dudelt ein bisschen was. Ja, moinsen zusammen. Lange ist es her, seit wir das letzte Mal live waren, aber jetzt sind wir wieder am Start. Und schauen wir mal, wo die Reise hingeht am heutigen Abend. Hofesim Racing ist das Thema, der dritte Durchgang. Und wir sind zu Hause und zu Gast in Zolder. Drecke hat ja seine sehr, sehr eigene Charakteristik und ich glaube, es bedarf keines dritten oder vierten Blickes. Und man erkennt die Strecke doch relativ schnell. 48 Teilnehmer haben sich laut Aussage der Admins von Hofesim Racing für diesen heutigen Lauf angemeldet bzw. bestätigt. Ich bin gespannt, 48 Teilnehmer hier über Zolder kann interessant werden. Ich denke aber, die kriegen das alle gewuppt und die kriegen das vor allen Dingen hin. Ja, ich habe heute relativ straffes Programm gehabt, auf der Arbeit begonnen, dann jetzt hier die Streamerei und im Nachgang werde ich auf jeden Fall dann auch direkt wieder ins Rig rein müssen. Spartane, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend, weil ich noch mindestens einen Longrun probieren möchte und muss für eventuell jetzt das 24er am Wochenende. Also jetzt am Wochenende würde das 24-Stunden-Rennen in Spa bei Leipert anstehen, bei Leipert eSports mit auf dem Auto. Auf dem LMP2 und dementsprechend muss ich heute Abend dann noch ganz kurz oder beziehungsweise mehr oder weniger fast schon heute Nacht entscheiden, ob ich dann jetzt fahren kann oder nicht. Rücken ist einigermaßen wieder in der Reihe. Hab da gestern eine weitere Massage bekommen und die Massage letzte Woche Mittwoch, die erste, die war absolut horrend, das war absolut übel, Freunde. Ich hab bis vorgestern Abend so brutale Rückenschmerzen gehabt, das darfst du keinem erzählen. Aber ist egal. Also das Thema ist auf jeden Fall erstmal wieder vom Tisch. Und wenn ich heute Nacht oder beziehungsweise heute Abend nach der Rennsituation hier bei der Hofesim Racing einigermaßen zurechtkomme mit dem Koffer und vor allen Dingen safe bin, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Würde auch relativ früh schon losgehen. 9 Uhr am Samstag. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführen lässt oder auch nicht. Ja, das ist normal, Ingo, das ist normal. Jeder Zweite versteht bei Hove mit Heinrich am Anfang immer Rowe. Aber nein, Rowe ist natürlich markentechnisch gesehen geschützt, das ist klar. Rowe ist einer der ganz, 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 ganz großen und bekannten Motorsport-Supporter im Bereich der GT-Situation, beziehungsweise stellt Rowe Motorenöl her im ersten Moment. Sleep Angel, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, mein lieber Detonator. Grüße, moin. Achso, M. Ingo. Ja, genau, richtig. Ja, falschen Tag erwischt. Ja, wunderbar, sehr schön. Also, wie gesagt, 48 Teilnehmer haben sich angemeldet. Wir sind da nebendran schon auf dem Live auf dem Server mit drauf, mit aufgeschaltet. Alles gut, alles gut. Hast du es denn gefunden, die Einstellung, Detonator? Jawohl, wunderbar, perfekt, perfekt. Ah ja, dann ist doch schon mal hier, das ist doch schon mal dufte. So, dann gehen wir ganz kurz rüber in die Formation. Nee, Quatsch. Ja, hallo, Hälfte vergessen hier. Einmal den Trailer von der Hove und dann den Trailer von Soapbox, Freunde. Viel Spaß. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Jawohl, danke an der Stelle und dann rauf auf den Server.
Überträgst du einen Long... Nee, definitiv nicht. Also das ist, nein. Das wird ja peinlich, Mann. Nee, also das mache ich generell nicht. Wenn ich da, in den ersten Kinderschuhen des Trainings bin, so ungefähr, dann werde ich da mit Sicherheit nicht übertragen. Nee. Das geht nach hinten los. Volles Brett, mein Lieber. Das machen wir nicht. So, wir blicken... Tor, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Destroy, ein wunderschönen, herzlich willkommen. Wir blicken fix auf das Thema Ranking rüber. Ihr kennt die Situation, wir haben die Dreierkonstellation hier bei der Hove Sim Racing, nämlich einmal die Gold, die Silver und die Bronze Kategorie. Mit denen habe ich sie gedanklich auch beim letzten Thema verwechselt. Matthias, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich, moin. Also, wir haben in der Goldwertung... Führend auf der 1 den Philipp Groß, auf P2 den Max Florenz, dann der Daniel Anderson auf der dritten Position in der Gesamtwertung, beziehungsweise in der Wertung der Gold-Situation. Dann haben wir Jonas Zeus, der Grieche, wunderbar, Michael Pirkheim, der Österreicher auf der fünften Position, Gerd Binder, Position Nummer 6, P7 für Stefan van Kempen. Ich scroll weiter runter. Silber-Kategorie, momentan in Führung liegend Daniel Arning, Detlef Keep, Pierre Brückner auf der 3, Florian Wilmer auf der 4, Peter Lindner auf der 5, Sandro Conradi auf P6, Michael Haaf auf der 7. Eine Kategorie haben wir noch, da ist es die Bronze, Was ist denn das? Doppelführung hier. Doppelführung in der Bronzewertung. Ich spreche zusammen. Zwei Spitzenreiter aktuell nach den zwei Wertungsläufen. Begonnenes Rennen auf dem Nürburgring über Valencia, wo wir vor 14 Tagen unterwegs waren, jetzt hier am heutigen Abend in Ungarn, nämlich in Zolder. Alex Langhorst ist punktgleich zu Jakob Hausinger. Also da geht es jetzt richtig um die Wurst und das im dritten Durchgang. Warum denn noch nicht? Bringt ein bisschen Würze in den Rahmen des Verlaufs der Saison. Warum? Passt. Bin ich happy. Freut mich. André Dvoracek, jawohl. Ist auf der 3, Daniel Hofmann auf 4, der Kollege Pfaffenroth auf der 5, Daniel Pay auf der 6 und Konstantin Karl auf der 7. Das waren 2K zu viel, voll verschluckt hier. Also, das ist momentan Stand der Situation, wenn es um die Klassementwertungen geht, bezogen auf die Fahrer. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch. Also 46 Teilnehmer haben wir zu vermelden. Das ist doch schon mal richtig doof da. Ja, Thomas Gefert macht den Anfang für Soapbox Racing im AMG am Stiesel. Jawohl, ihr seht das, das passt. Ich kann mir das noch kurz rüberzerren. Jedes Mal den falschen Monitor. Perfekt, Edzard. Jansel, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Moinsen. Also, Thomas Gefert, Soapbox Racing im AMG. Armin Schütz für Soapbox Racing im Fefe unterwegs. Michael Weber für Soapbox Racing im Porsche. Alexander Cruz dann für Panther GT Racing im Fefe unterwegs mit der 71. Peter Buchholz für Soapbox Racing im M4. Florian Seigl für Peugeot Lieferservice Kiel.de im M4 unterwegs. Marcel Sauer haben wir für Hove Sim Racing am Stiesel im Porsche. Jakob Hausinger im M4 für DOD Racing Hove. Sven Euskirchen für Rockier Racing im Audi 8. Nick Lefeld im Lambo für Fortune Hunter Racing. Grüße gehen raus. Mario Elderly für Whiskey Fuel Racing. Sehr geil. Also wenn der mit Whiskey Pure fährt, dann wird's spaßig, ne? Definitiv. Sehr geil. Wunderbar. Jens Alusa, der Kollege für Team Schwarzbierbude am Start im M4. Marius Zahner für HQTH Sim Racing oder auf Deutsch HQTH. Das klingt wie eingeschlafene Füße, deswegen lieber im Englischen. HQTH. Jawohl. Danny Anwand für Panther GT Racing im M4. Christian Richter im Lambo für Fortune Hunter Racing. Dirk Nees für Wippermann Racing im Porsche. Jawohl. Bei dem lief es vor 14 Tagen eher suboptimal. War auch sehr, sehr unglücklich gewesen im Nachgang. Der Dirk hat sich da tierisch drüber aufgeregt im Nachgang, dass dieser Rennabend einfach nur katastrophal verlaufen ist. Im ersten Moment natürlich zu Recht, klar, also beziehungsweise verständlich. Wolfgang Busch für Fuchs Racing im McLaren, dann der Patrick Schröter für Hove Sim Racing im Honda NSX, der Daniel Hummel für Fortune Hunter Racing im Lambo, Chris Heyer für HyperX Racing 2 im McLaren, André Schwarz für B&B Racing im AMG unterwegs, Matthias Weggel für Hove Sim Racing
im Porsche am Start. Der Michael H. für Fortune Hunter Racing im Lambo. Florian Wilmer im AMG für Petrol Brothers. Tobias Martini sitzt im Porsche für Martini Racing. Jawohl, ist sehr treffend. Warum auch nicht? Konstantin Karl im Porsche für Mantai Emma. Gerd Binder für BNB Racing im Fee für Alexander Rötz. Für D&D Racing, der Österreicher ebenfalls im Porsche hier am Start. Dann Detlef Keep im Porsche für Hovesim Racing. Daniel Arning für die GC Racing eSports Kategorie im Porsche. Sehr schön, Stefan van Kempen. Venari Racing im Fefe. Peter Lindner, CDS Digital Motorsport im Fefe. Philipp Groß für Fortune Hunter Racing im Lambo. Dann der Moritz Falk für Pejas Lieferservice Kiel.de im M4. Pierre Brückner für die GC Racing im Lambo. Klaus Jäkel für Soapbox Racing im McLaren. Remo Kipfer, der Schweizer, für Panther GT Racing im M4. Jeff Ewerts für HyperX Racing One im McLaren. Christopher Schmidt für Venari Racing im M4. Sebastian Brocker, Team Schwarzbierbude, BMW M4. Pierre Meyer im Audi 8 für Team Blechstube. Daniel Anderson für HyperX Racing One im McLaren. Christian Lautenbach für Venari Racing im BMW. Michael Pürsheim, Team Schwarzbierbude im M4. Jannis Zeus, der Grieche fürs Team Schwarzbierbude, ebenfalls im BMW zugegen. Und der Max Florenz in seinem AMG fürs Team Venari Racing. Pierre, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Also, das ist die Situation. Je relativ zeitnah geht es dann gleich in die Qualifikation hinein. Es ist relativ warm aktuell, 28 Grad im Asphalt, 22 Grad in der Außentemperatur. Das haben wir zum Glück nicht hier bei uns im Studio. Insofern relativ tiefenentspannt und wir können den Abend genießen. Rennsituation auch heute ist die Distanz über 60 Minuten. Der nächste Durchgang, Freunde, hier den Rennkalender eingeblendet. Der nächste Durchgang, sprich in zwei Wochen dann am 17. August. Der wiederum ist dann, scheiße, 31. August? Ah, Matthias, bist du noch im Chat? Nee, Digga, bestimmt nicht hier. Da müsste ich, nee, da muss ich auch früher ins Rentenalter eintreten, weißt du, wie ich meine? Genau, 31. August, das Rennen in Kota, da bin ich ja gar nicht da. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal nachgucken, ob ich dem Matthias Weckel in dem Fall, ob ich dem das, ich glaube, das hatte ich dem geschrieben. Also da müssen die Kollegen dann mal leider ohne mich auskommen. Kriegen wir hin. Ja, der Matthias, der fährt ja auch selber mit, deswegen, ich glaube, ich habe ihm... Nicht, dass es untergeht, Freunde. Darum geht es mir im ersten Moment nicht, dass es untergeht. 31. Welt, Ferien laufen, 5 Kurse. Spieße, bla bla bla. Kannst du... Bla, bla, bla. Okay, ich habe es ihm geschrieben. Das heißt, er hat es auch gelesen. Insofern, der 31.8., wie gesagt, da bin ich nicht im Lande, würde dann eventuell ein Kollege machen und oder... die Jungs fahren einfach in dem Fall... dieses eine Rennen dann ohne Moderationsvariante. Das wäre natürlich auch möglich. So. Batane, wie geht's dir denn, mein Bub? Alles cool. Kühleis, wunderschönen guten Abend, Grüße. Auf wen? Danke dir für den Follow, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Nee, leider nicht, muss mich ablenken. Oh, scheiße. Nee, das klingt ja gar nicht gut, Mann. Spartane, das klingt ja gar nicht. Der toi, 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 ne? Weiß nicht, ob man in solchen Momenten dann oder Situationen da gute Besserungen wünschen darf, aber mach mal einen Punkt mit rein. Es kann irgendwo nach dem ersten oder den zweiten Buchstaben, Kühleis. Es kann sein, dass da Twitch irgendwo ein Problem sieht mit der Kollege Zahner, natürlich, da können wir mal gucken. Livery-Check willst du haben? Krieg ich hin. Der Kollege Zahner, jetzt muss ich nur ganz kurz raussuchen unter den 6 Millionen Fahrern. Weißt du, wie ich meine? Dauert einen kleinen Moment, aber wie gesagt, kriege ich ihn. Marius Zahner, da ist er doch. Hier, einmal die Chase Cam. Das ist das Team HQTH Sim Racing. Jawohl, genau. Oh, der Koffer sieht schon sehr, sehr alrighty aus. Jawohl.
Warum auch nicht? Ich mache jetzt was, was ich normalerweise nicht mache. Weil frei nach dem Motto, machst es einmal, will es jeder haben. Weißt du, wie ich meine? Sehr schön. Mitarbeiter gestern Nacht beim Verkehrsunfall gestorben, der war gerade mal 19. Oh nein! Nein! Ja, mein Beileid, Digga. Also das tut mir leid, das ist wirklich nicht schön. Der Herr Köpnick ist in der Haus, Freunde. Nikolas, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. So, natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön hier an die Supporter und Sponsoren der Hove Sim Racing. Auch das Thema, ihr kennt es, ist keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem sind die Supporter da mit am Start und tun ihr Menschenmöglichstes im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Insofern vielen, vielen Dank im Namen der Hove Sim Racing dafür. So, Personal Best laden wir dann gleich mal hoch. Wie gesagt, es wird jeden Moment in die Qualifikation hinein gewechselt. Genau, und in 14 Tagen dann die nächste Renndistanz auf Misano. 90 Minuten, also anderthalb Stunden müssen die Teilnehmer dann das Thema dort wuppen. Also, man kann der Hove Sim Racing, Freunde, definitiv nicht abstreiten, dass es ein sehr, sehr farbenfrohes Fahrerfeld oder Fahrzeugfeld hat. Das definitiv. Zoll der im Trockenen, da will ich auf Topzeiten sehen. Ja, schauen wir mal. Es ist relativ warm sogar. Nikolas im Asphalt, 28 Grad. Ich bin mal gespannt, wie es gleich in der Qualifikation sein wird. 48 Teilnehmer. Friedrich Pfaffenroth ist Teilnehmer Nummer 48. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Die Startnummer 15, damit meinst du den Herrn Kleefeld, oder? Herr Köpnick. Der Nick Kleefeld, ja. Wo sind die ganzen Kollegen von Fortune Hunter Racing? Genau, wir haben auch dann im Nachgang, Freunde, das Podium im Interview für der Bronzeklasse. Ja, richtig, genau. Der Bronzeklasse haben wir dann nachher die Teilnehmer, die Top 3. Zu Gast im Interview. Beim letzten Mal war es, glaube ich, die Silver Class, wenn ich es richtig im Kopf habe. Boah, Alex, bitte schick mir sowas nicht im Stream, Digga, da wird mir ganz anders. Der Cypress, einen wunderschönen guten Abend. Jawohl, die Patriot Brothers sind schon mal da, sehr schön. Jetzt fehlen noch die Fortune Hunters und dann geht's los. Matthias, wunderschönen guten Abend. Insane, grüße dich. Ich habe sowas auch mal gehabt, Digga. Das ist zum Glück, in Anführungszeichen, zum Glück schon eine Weile her. Da ist ein Kollege von mir, der war aber auch Rennfahrer, also keine Ahnung warum, der ist von der Landstraße dann, ist das Thema gewechselt auf eine zweispurige Bundesstraße und der ist mit dem Jaguar unterwegs gewesen und legt sich ab, weißt du, wie ich meine? Oh, ganz schlimm, mit Freundin damals und hast du nicht gesehen. Kleiner Kampfzwerger, halt wunderschönen guten Abend, vielen, vielen Dank, mein Lieber, für deinen T1 Resub, willkommen zurück im 13. Dankeschön, Kuss geht raus. Insane, wie geht's dir? Matthias, alles fresh? Kleiner Kampfzwergerl, was macht die Kunst? Dankeschön. Also ich kann euch nur so viel sagen, wenn nachher die Trainingssituation funktioniert,
glaube um 8 Uhr wird hier ins Quali geskippt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn nachher die Trainingssituation funktioniert und wir gehen tendenziell dann das Wochenende die ein oder andere Live-Situation mit bei beim 24er in Spa in iRacing, dann werde ich eventuell morgen Abend dann vielleicht, Godspray, also Ingo, dann vielleicht eine Runde, eine Session euch mit auf die Trainingsreise nehmen, aber heute definitiv nicht mehr. Oh, das ist doppelt so schlimm, wenn es noch nicht mal selbst verschuldet war, in Anführungszeichen. Ah, oh, Digga, geh mal wechseln, ich krieg schon wieder Entenpelle, Mann. Yeah. Ja, wie gesagt, vorhin erwähnt, ich werde nach dem Rennen hier, nach dem Stream, werde ich selber noch ein paar Meter machen mit dem LMP2 auf Spa in iRacing. Weil jetzt am Wochenende ein 24er anstehen würde. Das Team weiß aber Bescheid oder die Jungs wissen Bescheid, dass ich frühestens heute Abend entweder meine Zu- oder meine finale Absage geben werde. Je nachdem, wie ich halt klarkomme nachher mit dem Koffer. Weil ihr wisst ja, ein iRacing LMP2 hat kein ABS. Und in iRacing mit Fahrzeugen, die kein ABS haben, mehr wie 80% oder 85% zu bremsen, ist absolut tödlich. Ja, muss ich gucken. Die sind zur Not zu viert, die haben jetzt sogar ein zweites Auto mitgestellt, das heißt also, die sind in Summe 8 Fahrer, wenn es jetzt noch einer mehr wäre oder nicht, macht den Bock im Grunde nicht fett, ja. Mir geht es jetzt im ersten Moment nur darum, ich muss mich wohlfühlen, ja, und wenn ich mich nicht wohlfühle und Gefahr laufe, mehr oder weniger die Karre wegzuwerfen, dann mache ich das nicht. Oh ja, grüße dich, einen wunderschönen. Et voilà. Punkt 8 Uhr Sessionwechsel. Ja, das lobe ich mir doch. Sehr, sehr geil. Also, 28 Grad habt ihr oben rechts kurz gesehen. Das ist identisch wie gerade im Free Practice. Aber die Strecksnurf schnell, sagte Hesse. Batti, mein Lieber. Batti, ich grüße dich. Ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist, Batti. Mein Lieber, wie geht's dir? Hugo, wunderschönen guten Abend. Und eine Buddy kenne ich auch schon gefühlt 76 Jahre minus 53 oder so. Hugo, alles fresh? Mal ein wenig um. Später weiter auskurieren. Schönen ja. Abend zusammen. Gute Besserung auf jeden Fall. Oder weiterhin, ASKIS. Vielen, vielen Dank für deinen T1 Restart. Willkommen zurück im 26. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Gerade direkt mal Zeit in den Streams schauen. Buddy, freut mich. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht, Mann. Dankeschön. Wie gesagt, schön dich zu lesen, Mann. Also Freunde, 20 Minuten ist nicht die Welt, ne? Vor allen Dingen mit 48 Teilnehmern hier auf Zolder. Also es muss definitiv passen, ja, je früher du rausfährst, desto mehr oder desto wahrscheinlicher ist es, dass du da ein oder zwei Runden womöglich freie Fahrt hast. Den Anfang macht hier in dem Fall Michael Pirschheim, also der war mal richtig flott beim Rausfahren. Fahren wir ein paar Meter mit in der ersten Hotlap des Michael Pirschheim des Österreichers. 9 Tage arbeiten, endlich fertig und erstmal ein paar Tage frei. Sehr geil. Genieße es auf jeden Fall, Hugo. Genieße es. Sumo Racer, mein lieber Lars. Grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Jawohl. Berühmt-berüchtigte, brutale Schikane hinter dem Fahrerlager hier in Zolda. Sanz, der gute Mosche. Hast du mich gerade Stream allein genannt?
Oh, Alter, da wurde es mal richtig eng im Hintergrund. Xanster, vielen, vielen Dank für deinen TNS-Resub. Willkommen zurück im 27. Monat. Jawohl, dankeschön. Ach so, by the way, heute Nacht, also sprich morgen, starte die sogenannte Hype-Challenge. Da werde ich euch aber frühestens morgen bzw. eventuell am Samstag was zu erzählen. Nicht vorher. Macht keinen Sinn. Ja, voll in den Traffic rein. Scheiße. Also, habt ihr gesehen, ne? Michael Pirchheim war auf seiner ersten Hotlap unterwegs und ist da mal volles Brett in den Traffic reingekommen. Okay, die Kollegen haben das jetzt scheinbar nicht ganz verstanden, warum er da eigentlich nach vorne Abstand lassen wollte. Sollte, musste, konnte. 30,9, die erste Zeit gesetzt, gefahren von Jeff Evans. Ein wunderschönen guten Abend, mein lieber Trike Mike. Morsche, grüße dich. Christian Lautenbach toppt das Ganze justamente mit 30,430. Alexander Rütz über die Linie 30,127. Wir nähern uns der, da ist er, 29,930 von begonnen Daniel Arning, dem GSE Racing Piloten im Porsche. Das also jetzt die neue Polezeit. 29,9. Ich weiß nicht genau, ob wir 28er Zeiten erwarten können, dürfen, sollen, müssen, tun. Ihr wisst, was ich meine. 20 Minuten Qualifikation ist nicht die Welt. 48 Fahrer on top. Ich persönlich bin happy mit 29 tief. Nächste Woche spätestens oder übernächste Woche bekommst du einen Link für den Trailer. Jawohl, dankeschön, Hugo. Strike Mike, wie geht's dir? Pierre Meyer, jawohl, schlägt die 29,1. Meyer, du bist ein Verrückter. Im positiven Sinne. Pierre Meyer fährt 29,1. Remo Kipfer war ganz kurz der ehemalige Pole-Setter gewesen mit 29,802. Und dann kam Pierre Meyer um die Ecke gedübelt. Gerd Binder, Fünfter, 30,097. Konstantin Karl auf der 4. Rütz somit auf der 6. Christopher Schmidt, 7. Van Kempen, P8 mit 30,195. Ja, geringfügig, Batti, geringfügig. Es gibt Unterschiede, ja, aber das ist auch immer so ein bisschen konstellationsabhängig, ne? 28 Mitte von Michael Pirchheim. Na jetzt, du kriegst die Tür nicht mehr zu, ne? Wie habe ich gesagt? Oder du kriegst die Kittel nicht mehr zu. 28,597 Pirchheim und jetzt kommt Jonas Zeus um die Ecke. Jonas Zeus, der Grieche, denkt sich auch, komm, weißt du was, was die Jungs kennen, das können ja auch schon fünfmal. Neu 28,537 und jetzt kommt Florenz. Ich muss, Freund, ich muss weg. Ich muss einfach. Max Florenz fährt 27,8. Was hat denn der wieder heute Morgen in seinen Cornflakes gehabt? Fragezeichen. 27,8. Freunde, das sind 7 Zehntel auf P2, die der Max Florenz hier umgesetzt hat. Bäh. Großartig. Zeus, somit 2, Pirchheim 3, Lautenbach 4, Meyer auf 5, Wilmer, Florian Wilmer auf P6, Remo Kipfer 7, Tobias Martini, nicht zu verwechseln mit dem doch für den einen oder anderen leckeren Getränk, Tobias Martini jetzt P9. Sehr schön. Stefan van Kempen verbessert sich auf die 4 mit 29,010. Sebastian Brocke, neuer Fünfter im roten BMW M4 aus dem Hause SBB. Lautenbach 6 passt wunderbar. Was haben wir hier? Gerd Binder auf 11. Jetzt auf P12. Anderson. Pirchheim liegt nach. Anderson auf 4. 28,592. Pirchheim 28,237. Wiederum vorbei an Jonas Zeus. Jetzt kommst du gar nicht mit der her. Everts neuer 6. 28,790 gefahren. Peter Lindner, 15. Jens Alusa, 16. Arning, der Daniel, auf der 17. Patrick Schröter, 18. Dirk Nees auf 19. 29,612 ist er gefahren, der Dirk Nees. Chris Heyer, 20. 29,690. Jetzt 21. Michael Haaf über die Linie. Ein Ticken schneller gewesen wie Chris Heyer. 29,617. 5000stel langsamer wie justamente P19, der Dirk Nees unterwegs gewesen ist. Moritz Falk, 22. Matthias Weggel, 23. Mit 29,979. Alter Schwede, ey. Übel. Philipp Groß, neuer Vierter. Christopher Schmidt dahinter auf P5 einsortiert mit 28 Mitte. 5000stel Differenz P3 und P4.
Was ist denn bitte schön der Alexander Rütz? Das rote Startnummerntafel ist, glaube ich, Gaststarter, ne? Quatsch, ist Bronze-Kategorie. Kann das sein? Ja. Weiß ist Gold. Silber ist Silber-Kategorie, ja. Und Rot ist Bronze-Kategorie. Und ihr seht, ein Alexander Rütz ist aktuell im Qualifying Top 10-Kader unterwegs. Nämlich auf der 9 mit 28,852. Ja, alle zu schnell. Genau, ja. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 26er Zeiten sind nicht unbedingt selten gewesen bis dato oder sind nicht selten. Aber dann natürlich auch bei vielleicht etwas anderen Bedingungen. Aber das ist schon eine richtige Kampfansage hier von den Kollegen mit 27,8, also ganz klar. Also 28, 29er, 30er, beziehungsweise 30er müssen eigentlich kommen. 30er, du musst, im Zoll, da musst du mindestens 30er fahren, eher sogar schneller. Im besten Falle fährst du 28 und schneller und noch tiefer, 27 die Ecke. Dann bist du schon sehr zügig mit dabei. Patrick Schröter, P26 mit 29,550. Freunde, das sind Deltas, das ist unglaublich. Na, das wollte ich jetzt nicht. Das hier. Die magische 2-Sekunden-Marke aus Sicht der Polezeit geht bis hin zu P34 zu Peter Buchholz. Die Top 34 ist keine 2 Sekunden auseinander. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, Bloody, das ist aber auch normal. Das ist Zolder, ne? Da ist die Strecke halt kurz. Cemkas, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Cemkas, vielen, vielen Dank für deinen Primary Sub. Willkommen zurück im 22. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Hier haben wir Marius Zahner im Bild. Da ist die gewünschte, angefragte Livery im Livery-Check-Format jetzt in bewegender Bildsituation zu sehen. Glaube ich dir, Cemkas, ja, glaube ich dir. Florian Seidel, P38 mit 30,435 gefahren. Ben Euskirchen, P42, 30,752 konnte da umsetzen. Das ist auf jeden Fall richtig eng, das Feld. Die 29,0 geht los bei P15 in Form des Stefan van Kempen. Das ist Florian Wilmer mit 28,982 gemessen. Kommt schon, ja, definitiv. Also generell. Die Liveries hier, die bei Hove Sim Racing auftauchen, ich erwähne es eigentlich bei jeder Community, wenn da im Rahmen der FCL-Möglichkeit gefahren wird. Da sind immer richtig, richtig tolle Liveries dabei. Frei nach dem Motto, getreu oder für jedermann irgendwas dabei. Immer toll anzusehen, definitiv. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde, ist, wenn einfach eine gewisse Farbvielfalt mit drin herrscht oder mit vorhanden ist, sodass halt auch optisch gesehen nicht langweilig wird. Weißt du, ich meine, das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Max Florenz Polsetter aktuell, Philipp Groß P2, Jonis Zeus auf 3, Michael Pilcham 4, Jeff Ewerts auf der 5. Ja, der knüpft an das Thema von vor 14 Tagen im Renndurchgang Nummer 2. In Kota waren wir da zu Hause. Quatsch, in Valencia waren wir zu Hause. Kota war die SSG, entschuldigt bitte. Kleefeld, der Nick, auf der 19, 29,155 für den Fortune Hunter Lambo-Piloten. Anders ausgedrückt, bei Fortune Hunter Racing fährt man, glaube ich, primär nur Lambo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Glaube ich dir, Köpnick, glaube ich dir. Detlef Keep, P30, 29,567. 27,682. Neue Polezeit. Es ist aber der alte Polesetter, nämlich Max Florenz. Kann nochmal eine Schippe on top packen. Knappe 3,5 Zehntel vor P2.
aktuell in der Pace. Knapp 7,5 Minuten, also es ist noch Zeit. Die Frage ist, Verbesserung, ja, nein, vielleicht, weil es braucht dafür on track auf jeden Fall die Lücke in dem Verkehr. Daniel Anderson, Zeitengleichheit zu P10, zu Sebastian Brocke, 28,592. Ganz, ganz enge Kiste, meine Herren. Chris Haya, P35, Marius Zahner über die Linie mit 29,682, das heißt P34. P30,752 für Sven Euskirchen, P30,762 für Thomas Geffert. 30,782 für Jürgen Hofmann. Also die haben es im Nachgang irgendwo mit der 2, ne? AMG ist die geilste Karre. Michael Haaf, neuer 22. 29,112 von Michael Haaf umgesetzt. Mach das, alles gut. Oh, Sebastian Brock ist Purple. Jetzt nicht mehr. Er hat Personal noch. Alter, bin ich gerade erschrocken. Mann, Sebastian, mal sowas nicht. Ach, die denken nie an mein Herz. Weißt du, wie ich meine? So, aber das ist hier normal auf Zolder, Freunde. Du kannst hier geradeaus weiterknallen. Und dann geht's direkt into the pits. In die Box hinein. Pirchheim, neuer Zweiter. Großartig. Michael Pirchheim schlägt die Zeit des Philipp Groß. 27,945 für Pirchheim. Entschuldigung, Christopher Schmidt auf der 9. Christopher, es tut mir leid, ich habe jetzt auf P10. Es ist die Verbesserung gewesen bei Christian Lautenbach, dem Teamkollegen. 28,452 für Christian Lautenbach. Bei Christopher Schmidt wollte eben gerade rausflutschen. Schmidsdorfer Krit macht natürlich gar keinen Sinn, ne? Der Wegstabenverbuchsler par excellence, sondern der Kollege heißt natürlich ganz klar Christopher Schmidt. 28,567 war es gewesen für Christopher Schmidt. Snacks, wunderschönen guten Abend, grüß dich, moin. Boah, schöner Quersteher, schöne Drifteinlage des Christopher Schmidt. Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört, Freunde, das war nicht meine Kaffeetasse. Snacks, alles fresh? Herr Weckel, was ist los? P22. Oh, Bloody, ich bin nur Silberfahrer. Ist doch scheißegal. P23 jetzt. Nein. Van Kempen, P14. 28,812 für den Stefan. Rapid Racing, einen wunderschönen guten Abend. Gute Mosche. Alles gut, das war eine rhetorische Frage. Snacks. Boys easy. André Schwarz, P18. 28,885 für André Schwarz. Was war das? Das war bestimmt der Already on the Beach mit dem Trinkhalm. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja. Ja, du weißt ja, du kannst ja auch einen Bambus aushöhlen, ne? Hör auf jetzt, mach dieses Kopfkino weg, Digga. Hör auf, nein, mach das nicht. Sonst reden wir gleich über Wurst mit Gesicht. Die befindet sich im Kühlschrank. Auf geht's, Herr Haya. Ja, lüb doch, genau das habe ich mir gedenkt. Chris Haya, 27,255, Max Flo. Was macht dieser Max? Wo findet der diese Pace, Freunde? Ohne Witz. 27 tief für Max Florenz. 7 Zehntel Delta zu P2. Bäh. Abgefahren schnell. Richtig geil. Aber trotzdem, Chris Haya, jetzt P27, gab erneut eine Verbesserung. Suchen gerade, wo ist er? Hier, Nick Lefeld, 29,030, das heißt P25. Das wiederum der Auslöser,
der Chris Heyer auf P27 zurückgeschubst hat mit 29,100 von Chris Heyer. Wolfgang Busch, P35, 29,330. Hängen wir uns eine Runde rein oder zumindest eine halbe. Und wir gehen steil gleich in die letzten zwei Minuten der Qualifikation. Muss. Ja, der ein oder andere Fahrer ist schon in der Box stehend. Da wird keine Angriffssituation mehr gefahren. Ja, der Kollege, der Polster, der Max Florenz, der ist nicht langsam. Köpnick, das ist richtig. Der Max, der kann da ordentlich Gas geben. Pierre Meyer verbessert sich auf die 9,28,445 für Pierre Meyer justamente. Bei seinem Bild, der Audi-Pilot. Alexander Rütz. Mal ein bisschen ganz links unterwegs. Über den Grünstreifen. Kannst du nicht so lang hacken, wie du willst. Allerweil. Ja, genau. So. Die letzte Minute. Die letzte Minute ist angebrecht. Ich mag AMG-Fahrer. Versteh ich jetzt ja gar nicht, Köpnick. Muss mir mal erklären bei Gelegenheit. Oh nein, das lese ich jetzt gerade. Der André Dvoracek hat da eben gerade vorhin ins Discord reingeschrieben, vor ca. 30 Minuten. Er müsste sich heute leider kurzfristig abmelden wegen eines Reifenschadens. Also Freunde, nicht nur im simulierten Bereich ist sowas kacke, sondern auch in Real Life kann so ein Blödsinn passieren. Ist ja Katastrophe. Philipp Groß wieder P2, Jonas Zeus auf 3, Pilsheim nur mehr auf der 4. Alle vier, oder die Top 4, alle Mann 27er Zeiten gesmashed. Mega. Daniel Anderson P5, 28,0. 28er Zeit geht hin bis zu Daniel Hummel, das ist P26. Dann gehen die 29er Zeiten los. Die reichen bis P38, bis hin zu Marius Zahner. Und dann haben wir die 30er Zeiten zugegen. In Anführungszeichen langsamste Zeit war eine 31,485. Einfach nur mal, um es erwähnt zu haben. 31,4. P46. Kampfansage. So, dann wollen wir schon mal ganz kurz gucken. Also, pass auf, wir haben einen Pflichtstopp, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben ein Pit-Window von 20 Minuten, glaube ich, ne? So, das haben wir. Boah, diese Scroll-Funktion, Digga. Katastrophe. Brauche hier ein bisschen mehr Zeit im Gridding gleich, sonst geht es nicht. Ey, Herr Frosty! 17 Monate Support für Ehrenbruder Bernie. Grüße gehen raus. Hast du da echt ein R noch eingebaut in den... Die hat gerade Bernie gelesen, Herr Frosty. Was ist da los? Wer ist denn Bernie? Ist da ein R mit reingerutscht? Ich brech zusammen hier. Jawohl. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Frosty. Willkommen zurück im 17. Kuss geht raus für dein T1 Resub, mein Lieber. Dankeschön.
Alles gut. Alles easy. Ich hab mich auch vertippt. Ja, genau. Für meinen Ehrenbruder Bernie. Hä? Wer? So. Und Attacke. Kopf in den Nacken. 5 Minuten sind nicht viel für 48 Fahrer. Also. Auf der... Warte mal. Das brauchen wir. Jawohl. Und dann machen wir Shit Hard. So, perfekt. So. Polesetter ist Max Florenz, Freunde. Jawohl, der steht von rechts aus unserer Kameraperspektive. Daneben steht der Grieche, der Janis Zeus. Dann von der 3 weg geht es für Philipp Groß an den Stissel, an den Start. Susi, vielen Dank für 100 Bits. Kuss geht raus. Wunderschönen guten Abend. Sebastian Brocke von der 4, P5 für den Österreicher. Michael Pirschheim, P6 für Daniel Anderson. Jawohl, Meckes, SSG 20, 5, SG30 für die... Achso, ja, das sind die Strafen. So, Van Kempen P7, Gerd Binder P8, Christian Lautenbach von der 9, Pierre Meyer startet von P10 aus ins Rennen, der Schweizer Remo Kipfer von Position Nummer 11. Dazu sage ich gleich noch was, kleiner Kampfzwergerl. Jeff Ewerts startet auf P12. Der Alexander Rützner von der 13 aus ins Rennen hinein. Christopher Schmidt steht daneben auf der 14. Dahinter in der nächsten Startreihe haben wir Matthias Weggel im Porsche. P15, P16 für den Klaus Jäkel. Der flankiert den Matthias Weggel. Dann haben wir auf der 17 dahinter den Florian Wilmer. Den Florian Wilmer, jetzt habe ich meinen... Ding hier verloren, scheiße. Genau, Christian Richter daneben auf 18, dann Daniel Arning von der 19 aus ins Rennen, André Schwarz auf P20, P21 für Daniel Hummel. Ja, weil ich es noch nicht erwähnt hatte, kleiner Kampfzwergerl, deswegen. P22, Peter Lindner, P23 darf der Nick Lehfeld ausstarten. Dann haben wir Detlef Keep auf der 24, Jens Alusar finden wir auf der 25. Nebendran seht ihr dann den Moritz Falk auf P26 stehen. P27 für Chris Haya, flankiert durch Tobias Martini. Muss noch ein bisschen Gas geben hier von der Geschwindigkeit. P29 für Michael Haaf, flankiert von Jakob Hausinger im M4 mit der 437 als Startnummer. Pierre Brückner startet von der 31. 32 haben wir für Wolfgang Busch. Ich kenne Ben Cherry's Eis, Herr Frosty. Dirk Nees von der 33, Konstantin Karl startet von 34 aus, Peter Buchholz finden wir auf der 35. Die P36 haben wir für Patrick Schröter. Jawohl, müsste demnach Polesetter. Oh nee, warte mal, Patrick Schröter ist bei mir ausgegraut, das heißt, das ist ein Disconnect, könnte sein. Sven aus Kirchen, 37, 38, Marius Zahner, P39 für Thomas Gefert, P40 für Armin Schütz, P41 dann für Mario Elderli. Florian Seidel darf von der 42 aus ins Rennen, Michael Weber finden wir auf der 43. Startposition. Der Jürgen Hofmann, genau, Disconnect, ja. Der Jürgen Hofmann ist auf P44 zu finden im Fefe mit der Startnummer 8. Marcel Sauer darf von der 45 rein, Friedrich Pfaffenroth von der 46, Danny Anwand von der 47 und Alexander Cruz von P48 flankiert den Teamkollegen aus ins Rennen hinein. Schönes Ding. Ja, ging relativ spontan, hätte ich gesagt, Herr Frosty. Aber das klingt schon wieder total behämmert, weißt du, wie ich meine? Das muss ich meiner Community jetzt wieder erklären. Das ist genauso geil, Bloody. Wann gehen wir mal einen Kaffee trinken zusammen? Was? Nein! Ist Bernie eine Kombination von Ernie und Bert? Keine Ahnung. Da müssen wir jemanden fragen, der sich damit auskennt. Also 4 Sekunden Delta im gesamten Feld auf diese 48 Teilnehmer. Jetzt sind es noch 47. Also ich weiß nicht, ob der Kollege den Rejoin schafft rechtzeitig. Autos gehen schon runter. Wird eine knappe Kiste. So. Ganz kurz, um das Thema von Kleiner Kampfzwergel, was er geschrieben hat, aufzuarbeiten bzw. zu nennen. Das ist richtig, es sind Strafen aus dem vorhergehenden Rennen mit entstanden, die jetzt hier zum
Thema gebracht werden. Und zwar gab es eine Qualifikationssperre für den Danny Anwandt. Wolfgang Busch, das ist die 568, hat eine SG20, also Stop-and-Go-Penalty, 20 Sekunden. Und der Florian Wilmer, die 444 als Startnummer, der wiederum hat eine SG30 aufgebrummt bekommen seitens der Rennkommission. Diese zwei Autos werden wir also dann im Rahmen des Rennverlaufes dann das ein oder andere Mal unplanmäßig, mehr oder weniger, also jetzt nicht das Pflichtprogramm absitzend, an der Box sehen werden. So, jetzt ganz tief im Entspann, Freunde. Wirklich ganz, ganz locker. Geht's ruhig an, geht's vor allen Dingen bedacht an. Die Strecke ist nicht wirklich sehr breit, als dass du da etwaig in jeder Ecke gefühlt ein 2-Wide, ein 3-Wide, um nicht zu sagen, vergesst 4-Wide-Formate, geht nicht. Nicht in Zolder. Community-Treffen im Europapark. Ja, aber du warst doch letztens erst im Europapark. War das nicht letztes Wochenende sogar, Digga? War Montag die Woche? Ich habe keine Ahnung, Sleep Angel. Was da momentan Eintritt kostet, wie hoch, in welcher Höhe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Danny Anwandt, deswegen P46 dank der Quali-Sperre. €57,50. Aber das ist dann die Kategorie Tagesticket, oder? 65 Euro, okay. So, Freunde, die letzte Schikane. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's gesehen. Haben die da auch Simulators? So, Freunde, Rennstart. Ganz locker sortieren, bitte. Green light. Give it all you can. Ja, da hinten ist nur ein bisschen Staub aufgewirbelt worden. Schöner Start. Chrissy, grüß dich, moin. Schöner Start. Ja, habe ich eben genannt, Chrissy, bevor du da warst. Leichte Lackaustauschsituation, vollkommen legitim, das gehört dazu. Ganz, ganz geile Bilder hier. Diese Straight. Und da hinten schießt einer der Porsche von der Strecke und hier im Vordergrund auch. Ja gut, die werden natürlich jetzt hier zurückgetischt. Also, das ist jetzt unschön, definitiv. Und der trifft dann noch seinen Teamkollegen. Ach, du kriegst die Tür nicht zu! Katastrophe. Das ist das, was ich meinte. Lasst wirklich, geht's ruhig an hier, Zoll. Da ist nicht wirklich einfach. Du hast keine Möglichkeit. Da im Hintergrund der blaue Porsche auch. Da steht der nächste Fortune Hunter Lambo. Das ist Michael Haaf gewesen. Eieieiei. Ja, so schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Vor allem, du merkst es aus der eigenen Fahrersicht heraus gesehen, ne? Du stehst auf der Bremse und denkst, das wird nichts, das wird... Puff. Ja, super. Und dann hängst du dem Kollegen schon da, wo du eigentlich niemals hin wolltest. Mr. Cappuccino, wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. Hier haben wir den Jürgen Hofmann im Bild, der Fefe mit der Startnummer 8. Ja, da fährt man auch schon direkt am Ende der ersten Rennrunde rein in die Boxengasse, um reparieren zu lassen. Wie gesagt, die
Ah, im Hintergrund der Einschlag von Jürgen Hofmann. Boah, ist der da ausgerutscht, mehr oder weniger. Und ganz dezent in die Leitplanke eingehämmert. Moritz Falk hier im Bild, im blauen BMW M4. Nee, kein V12, Mr. Cappuccino. Au, oh, bisschen Schmusi-Busi gehabt mit Jeff Ewerts vorne dran im McLaren. Alles easy. Johannes Zeus auf der 2, Max Florenz 1, Philipp Groß 3, verfolgt von Michael Pierichheim auf der 4. Eine Sekunde dahinter ist Sebastian Brocke. Wir sind aber auch erst in der zweiten Rennrunde, insofern alles gut. Chris Heyer, gelbe Flaggen. Ich weiß nicht, wo Chris Heyer ist. Oh, leck mir unser Ömer. Da hinten hat es richtig bös gekracht. 5 Autos mit involviert. Ich versuche es einzuspielen. Das hier ist Dirk Nies. Das ist Thomas Gefert. Das ist Remo Kipf. Ah, da war hier schon. Ach du meine Güte, was haben die denn gemacht? Da ist ja gefühlt 15% vom Feld mit involviert gewesen und Totalschaden. Ach, du kriegst die Motten. Eieieiei. Da im Hintergrund ist der McLaren, der Jeff Ewerts aus der Wiese wieder zurückgekommen. Aber es sind alle 47 Teilnehmer noch am Fahren. Hier gab es einen Repair-Stop bei André Schwarz. 37,6 Sekunden hat er gestanden. Ganz viele jetzt in der Box. Pfaffenroth, Kipfer, Buchholz, Nees, Brückner, Alusa in der Box, der Jens. Florian Wilmer, P40. Er hängt jetzt hier hinter Wolfgang Busch auf der 39. Michael Haaf im Zweikampf gegen Peter Lindner. Auch der Michael Haaf hat so ein bisschen Lackverlust an der Vorderachse, aber auch deutliche Kampfspuren im Bereich des Heckes des Lambo, die wir da vermelden müssen. Jakob Hausinger verliert das Duell gegen Mario Elderli im Bereich der letzten Schikane hier in Zolder. Wechsel also um die 22 hat stattgefunden. Jeff Ewerts. Susi, was ist mit deinem Knie rausgekommen? Gibt es da ein finales Statement schon zu oder ist das Thema noch so ein bisschen auf Warteposition? Christian Lautenbach im Zweikampf gegen P8. Vor ihm ist Gerd Binder und er ist ganz schlecht rausgekommen. Ganz schlecht aus der Schikane der hinterm Fahrerlager. Der gelbe Fefe muss P8 hergeben gegen Christian Lautenbach. Philipp Groß auf der 3. Boah, ganz, ganz dicht hinter P2, hinter dem Griechen, hinter Johannes Zeus. DJ Rolli, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. Gibt es? Okay. Lass uns private schreiben. Sebastian Brocke, so wie Michael Pierchheim vorne dran, lässt sich auch nicht abschütteln. Schöner D-Zug hier im Bereich der Top 5. Daniel Anderson ist auch in absoluter Schlagdistanz mit von der Partie. Genauso wie P7 dahinter Stefan van Kempen. Oh nein. Also bestätigt. Oh, ist das bitter. Gerd Binder 9, Pierre Meyer 10, Christopher Schmidt 11, Alexander Rütz 12, Klaus Jäkel 13, Matthias Weckel 14 vor Daniel Arning auf der 15. Dann haben wir P16, Detlef Keep, Daniel Hummel 17, Jeff Ewerts auf 18, verfolgt von Moritz Falk auf der 19. P20, 6,5 Sekunden dahinter ist Nick Lehfeld. Tobias Martini, P21, Mario Elderli 22, Jakob Hausinger 23, verfolgt von Konstantin Karl auf der 24. P25 haben wir Chris Heyer. Leichter Frontschaden sehe ich da. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Genau. Also die macht nicht genau, sondern die macht fritt fritt im Winde. Florian Seidel dahinter. Auch hier Frontschaden am 488er.
Gleiches Thema in grün. Armin Schütz auf der 27. Under Pressure von Danny Anwandt. P28. Freunde, der ist von 46, nee, von 47 aus gestartet. ...35 und 72 haben eine DT. Okay, danke für die Info, Chrissy. Marius Zahner 29, Michael Weber 30, Marcel Sauer 31, Alexander Cruz auf der 32, auch der hat richtig Position gut gemacht, wenn man die Startsituation betrachtet. Christian Richter 33 und der ist draußen geblieben, Freunde. Christian Richter ist vor seinem Teammate, jetzt vor Michael Haaf unterwegs, ganz, ganz böse havariert an der Front. Peter Lindner 35. Sven Euskirchen 36, Jürgen Hofmann 37, Thomas Gefert 38, Wolfgang Busch 39, Florian Wilmer 40, André Schwarz 41, Peter Buchholz 42, Friedrich Pfaffenroth 43. Da sehen wir denn Friedrich Pfaffenroth. Brückner auf der 44 am Start. Oder beziehungsweise unterwegs. Alusan, das ist der 72er BMW. Der ist gerade in der Box unterwegs. Der cleart wahrscheinlich jetzt diese SG, diese Durchfahrtsstrafe. Die 35 ist Friedrich Pfaffenroth. Der war auch schon zweimal drin. Das heißt, diese DT müsste gecleart sein. Jawohl, die ist durch. Da können wir einen Haken dran machen. Nee, warte mal, der hat die noch. Entschuldigung, der hat die noch. Moment. Controllamente. Sukzessive. Ach, das ist die SG30, die der da hat. Hast du nicht 35 geschrieben da oben, Chrissy? Der 35 hat doch keine DT. Oder beziehungsweise wird es vielleicht von der SG30 noch überdeckt. Das könnte sein. Also egal. Wurscht. Hier sind wir jetzt bei Daniel Hummel, der im Windschatten hinter Detlef Kiep unterwegs ist. Daniel Andersen ebenfalls 4 Zehntelchen hinter Sebastian Brocke. Michael Pirchheim immer noch im Dreikampf. Vorne dran Philipp Groß und davor P2 Jonis Zeus. 5 Sekunden ist da vorne der Leader schon weg. Also der kann sich sukzessive absetzen. Laut meiner Datenaufzeichnung nicht, Chrissy. Die letzte DT, die geklärt worden ist, und davor habe ich keine DTs, sondern nur Stop-and-Go-Penalties, war von der Startnummer 72. Aber ist ja nicht schlimm. Alles gut. Ah, Klaus Jäckel wirft den Koffer hier ums falsche Eck rum. Ah, jetzt hat er auch zu viel Gas gegeben, dreht sich da zu weit ein. Klaus Jäckel verliert massenweise Positionen. P20, Tobias Martini ist auf der 21. Der kommt da auch noch vorbei, oder? Ja, das hat er gut gemacht, der Klaus Jäckel. Da war der Porsche einfach für den Moment noch viel zu schnell. Auch der Porsche von Tobias Martini pilotiert hat hier ganz massive Kampfspuren an der Front, an der Nase. Jeff Ewert side by side zu Daniel Hummel. Hummel auf der Innenseite für die letzte Schikane hier in Zolder. Es geht zu weit. Ja, aber wisse, was du tust, aus beider Sicht heraus gesehen. Aha. Boah. Ganz leicht den Kontakt gab es in Richtung Jeff Ewerts, in Richtung McLaren-Piloten. Ihr habt aber gesehen, da konnte der Daniel nicht allzu viel dafür. Der kam am Ausgang der Schikane sowas von quer. Und dann gab es den leichten Schlenker in Richtung Konkurrent. Leicht angelehnt, hätte ich gesagt. Michael Haaf hinter Alexander Cruz. Und ihr seht, wie hart die Jungs hier am Limit und die Mädels am Limit unterwegs sind. Boah, aber mal voll über die dreckige Seite hier. Aber schön gemacht. Schön gemacht, Michael Haaf. Oh, im Hintergrund.
hat sich der Kollege etwas verbremst. Es gab nicht den Kontakt, aber Alexander Kruse konnte, aufgrund dessen, dass Michael Haaf doch sehr spitz durch die Schikane fahren musste, die Position Justamente direkt wieder zurückerobern. Christian Richter kontert, kann wieder aufschließen auf die beiden vor ihm, auf Haaf und auf Kruse. Armin Schütz, da gab es ein bisschen Lackaustausch in Richtung Danny Anwand hinter ihm. Schade, der Schweizer Remo Kipfer hat den Koffer abgestellt. Kam da im Endeffekt nur zwei Runden weit. Remo Kipfer steht seither in der Box. Daher P47. Florian Wilmer hinter Wolfgang Busch. Klaus Jäkel im Windschatten hinter Tobias Martini. Der bleibt dran, der Klaus Jäkel. Nach seinem Fehler kann er dem Porsche-Fahrer folgen. Gegenteil, ist sogar deutlich schneller wie Tobias Martini vor ihm. Wieder ein 9-2er Porsche-Pilot. Aber wir sind auf Zolder, Freunde. Auch da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich sag mal, planmäßig ohne Kontakt vorbeizufahren. Pierre Meyer hinter Gerd Binder und davor ist Christian Lautenbach, also der Dreikampf um P8 aktuell zugegen. Vorne die ersten Top 4, Top 5, naja, wirklich auseinandergezerrt haben sie sich nicht. Michael Pirchheim ist 4/10 hinter P3, hinter Philipp Groß. Das ist keine Situation, wo man sagen kann, jo, jetzt können die sich mal ein bisschen ausruhen oder dergleichen. In circa 6 Minuten geht das Boxenstoppfenster auf. Hält dann über 20 Minuten an und dann wird die Boxengasse wieder geschlossen. So ist das Regelwerk. Pitstop strategisch gesehen bei Hove Sim Racing. Kleefeld hinter Moritz Falk. ...31,2 von Moritz Falk, 30,2 hingegen von Nick Lehfeld. Und da ist hier vorne ein Riesenproblem gewesen. Philipp Groß im Problem. Philipp Groß, da hat scheinbar ordentlich geknallt. Ja, da gab es wahrscheinlich einen leichten Kontakt, sodass Philipp Groß da gedreht wurde. Und fällt zurück auf P11, der Philipp. Boah, ist das bitter. Stefan van Kempen auf der 4, Jonas Zeus. Okay, dann war das die Situation wahrscheinlich zwischen den beiden. Jonas Zeus nämlich auch nur mehr auf der 5 unterwegs. Der kam von der 2 da vorne. Dort ist jetzt Sebastian Brocke zu finden. Auf P2, Anderson auf 3, der Daniel van Kempen 4, Zeus 5, Pierichheim P6. Also die haben mal ganz kurz ein bisschen die Positionen ausgetauscht. Gedreht, das Thema Christian Lautenbach 7, Gerd Binder 8, Pierre Meyer 9, Christopher Schmidt 10, 2,5 Sekunden jetzt dahinter ist Philipp Groß. Alexander Rütz vorbei an Matthias Weggel. Weggel im Porsche auf der Innenseite, der Markenkollege Daniel Arning dahinter in Lauerstellung aus dem GSE Racing Hause. Und der vierte Porsche ist auch mit dabei, nämlich Detlef Kepp. Das Porsche-Quartett im Anflug auf die Schikane hinterm Fahrerlager. Sehr, sehr geil. Und er probiert's, der GSE Racing Pilot, und das ist fast zu spät im Anker gewesen. Boah, Detlef Kepp. Wer später bremst, verliert hoffentlich nicht. Aber tolles, tolles Manöver von Daniel Arning gegen Alexander Rütz. Da gab's den Wechsel. Arning übernimmt jetzt die 13. Geil, richtig, richtig toll zu sehen hier. Die Silverfahrer gegen die Bronzefahrer und dahinter sind die Goldpiloten. Daniel Hummel auf der 16, verfolgt von Jeff Ewerts auf 17. Pierre Meyer ein bisschen Lackaustausch gehabt, always easy. Dann der Moritz Falk auf der 18 unterwegs. Haben wir einen Frontschaden? Nö, fehlt nur ein bisschen Lack. Ja, Maniküre tut's auch. Ne, wie heißt das? Konfitüre? Ey, wisst, was ich meine, ne? So ein bisschen Petiküre. Nee, wie heißt denn der Bums? Verdammte Kacke. Macaroni? Nee, ach, keine Ahnung. So ein bisschen Lackstift drüber und fertig ist der Lack. Rütz ist auch Silber.
Ah, okay. Ja gut, wenn ich es halt falsch angezeigt bekomme, dann muss ich es natürlich auch falsch wiedergeben. Weißt du, wie ich meine? Lametta? Ich habe mir sagen lassen, Köpnick, Lametta hilft immer. Oh, jetzt muss Christian Richter aufpassen. Eventuell zieht Marcel Sauer da durch. Schön gemacht. Schön verteidigt. Achtung, Michael Haaf. Nee, da ist der Exit nicht gut genug. Das passt nicht. Genau, Politur. Jawohl. Echt, Rütz ist normalerweise ein Silberfahrer, okay. Ich bin ja mittlerweile froh, dass ich einigermaßen die Namen klar und verständlich aussprechen kann. Ich meine, so lange sind wir jetzt auch noch nicht bei der Hove Sim Racing am Start. Da gerade mal das dritte Rennen. Das stimmt, Champgast, ja, da bin ich bei dir. Früher gab es viel mehr Lametta, ja, ja. Früher gab es auch viel mehr Lametta fürs Geld, weißt du, ich meine? Nach dem letzten Rennen Valencia umgestuft. Meine Mann sollte eigentlich Gold, aber Linie wollte nicht auf Silber. Ah, okay, okay. Oh, Michael Pirchheim, der hat jetzt auch den Frontschaden im Auto, mit dem er hier zurechtkommen muss. Der M4-Pilot an P6, der Michael. Pierre Meyer auf der 9, Gerd Binder auf der 8 vorne dran. Ja, das läuft doch, Mensch. Meyer 9, Christopher Schmidt voll mit von der Partie auf der 10. Uiuiuiui. Da ging es zwei Positionen zurück für den Christian Lautenbach. Lautenbach jetzt auf der 9. Zurückgefallen hinter sein Teammate. Quatsch. Vor sein Teammate zurückgefallen, nämlich vor Christopher Schmidt. Hinter Pierre Meyer und auch Gerd Binder ist da vorbei. Alexander Rütz auf der 14. Setzt hier Daniel Arning massiv unter Druck. 13. 15. Also halbe Sekunde war er schneller. Aktuell im letzten Umlauf der Alexander Rütz. Sehr schön. Habt ihr die Meldung gehört vom Spotter im Hintergrund? Jetzt ist die Boxengasse geöffnet und da wird auch direkt schon begonnen reinzuhämmern. In die Boxengasse, da gab es ein bisschen Lackaustausch. Mario Elderli und scheinbar Konstantin Karl, die da mal dezent Farbtöne ausgetauscht haben. Seidel ist drin, Christian Richter, Tobias Martini. Pfaffenrot kommt rein, der Friedrich. Jens Alusa auf der 45, der bleibt draußen. Dirk Nees auf der 44. 108,4 Sekunden hat Dirk Nees gestanden. Bei Pierre Brückner waren es 121,7 Sekunden. Freunde, das sind etwas mehr wie 2 Minuten. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie lange oder wie groß der Schaden gewesen sein muss, wenn du da 2 Minuten ne, in der Box verbringen musst, beziehungsweise abgeliftet stehst. Philipp Groß kommt rein. Das heißt, Christian Lautenbach übernimmt die 9, Christopher Schmidt jetzt die 10. Pirchheim bleibt beständig aktiv hinter P5, hinter Johannes Zeus. Stefan van Kempen bleibt wacker auf der 4 im Pfeffer. Freunde, Max Florenz hat über 12 Sekunden Vorsprung. Florenz hat 12 Sekunden Vorsprung. Das ist der einzige Fahrer im Feld, der 28 Mitte im Race gefahren ist bis dato. Kai, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Hey, der Nico ist ja da. Gute Mosche.
So, Jeff Evers nutzt die Boxenzugangssituation. Michael Haaf bleibt draußen. Kai, mein Lieber, wie hast du es? Oh, da haben wir die gelben Flaggen für André Schwarz. Der ist abseits der Strecke unterwegs. Nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Richter kommt zurück auf P39. Das ist eine Scheißkamera hier. Boxenausfahrt. Haben sie nicht gut von der Perspektive her ausgerichtet. Muss, Kai. Können wir uns die Hand reichen? So, Nees ist drin. Da seht ihr den Dirk. Darf jetzt schon wieder rausfahren. Abgefertigt worden. Pflichtprogramm absolviert. Upp, da ist die 1 weg hinter seinem Namen links im Tower. Dirk, rechts, rechts drauf treten, nicht in der Mitte, rechts. Irgendwas hat da nicht gepasst. Dirk Nees kam da, ihr habt es gesehen, kam er nochmal kurz, obwohl er schon wieder, ne, Pitlimiter raus und Vollgas durchladen durfte, kam er da nochmal kurz zum Stehen. Tobias Martini, der Zweikampf gegen Konstantin Karl um die 35. Position. Hummel ist jetzt beim Stop drin, der Daniel. Also ich persönlich denke, es ist heute Abend ganz wichtig, dass du ganz sauber versuchst zu schauen, wann du den Boxenstopp einlegst. Um nicht mordsmäßig Gefahr zu laufen, da im Verkehr wieder den Rejoin zurück auf die Strecke zu haben. Grey Wolf, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Andi, morgen ist noch ein Tag und dann ist schon wieder Wochenende, oder? 29.3 von Pierre Meyer. Gerd Binder fährt 29.5. Aktuelles Format kommt. 30.0 Binder, 29.9 Pierre Meyer. Wie, nee? Mach keinen Scheiß. Hast du nach morgen kein Wochenende, Andi? Ewerts P27 vorbei an Peter Lindner. 88er FIFA. Muss die Position abgeben. Ah, jetzt ist schon Wochenende. Das ist ja Luxus hier. Das ist ja Luxus. Thomas Gefahrt beim Stop drin. Hofmann kommt zurück. Der Jürgen. Tobias Martini macht da langsam. Schön gemacht von Tobi. Übersicht und Überblick hat er behalten. Chapeau, Daumen hoch. Ich habe 7 Tage die Woche. Jetzt werde ich über eifersüchtig hier, Grey Wolf. DT für die Startnummer 8. Van Kempen übernimmt die 4. Zeus dahinter. Und es bremst sich auch noch Michael Pirchheim vorbei an Johannes Zeus. Also, DT für die Startnummer 8. Ich suche ganz kurz mal raus, wer das ist. Startnummer 8 ist Jürgen Hofmann. Da im Hintergrund ging es geradeaus rein, Marius Zahner auf der 23 musste jetzt hier Philipp Groß vorbeilassen. Ob gewollt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Boxeneinfahrt genutzt, Michael Pirchheim, aber auch der Grieche Johannes Zeus. Schönes Ding. O'Leary, Grüße, wunderschönen guten Abend. Husky, mach's gut. Gute Besserung. Wieso fährt der Moritz Falk eigentlich in einem komplett standardgemäßen blauen M4 umher? Chris Heyer im Windschatten hinter Mario Elderli. Auch da ist der Frontschaden am Stissel, Freunde. Oder immer noch, sagen wir es mal so, Chris Heyer war ja gar nicht drin gewesen. Schöner Drift vom Chris. Ich habe meinen Teil gemacht und soll die Jungen ran. Hast du auch wieder recht, Grey Wolf, hast recht.
Pfaffenrod. Überrundung, daher die gelben Flaggen draußen für ihn, für den Friedrich. Alex Rüths darf wieder zurück. Auf der 31 jetzt unterwegs Florian Wilmer, so mit P30, Michael Haaf. Eieieiei. Muss hier die Kurzanbindung der Schikane nehmen. Natürlich der glückliche Gewinner dieser Situation ist Jeff Ewerts. Peter Lindner in Problemen. Peter Lindner verliert den Koffer. Wahrscheinlich die klassische Situation. Ja. Ist zu hart rechts über den Sausage Curb. Auto wurde ausgehebelt. Peter Lindner verliert den Pfeffer über die Heckpartie und muss den Koffer neu ausrichten. Lindner also jetzt auf der 29 gelistet. Na, da geht's erneut über die Wiese. Hat jetzt hier Florian Wilmer vorbeifahren lassen. Daniel Hummel kam vorbei an Alexander Cruz. Der Wechsel um die 27. Ewerts bleibt dran an Armin Schütz. In der Box gerade haben wir Marcel Sauer mit P35 abgefertigt worden. Darf jetzt wieder zurück auf die Strecke. Christian Lautenbach auf der 7-4-10. Linter P6 hinter Gerd Binder. Vor seinem Teammate verweilend vor Christopher Schmidt. Anderson auf 3, eine Sekunde. Ja. Max Florenz, Freunde, 15 Sekunden hat der Delta nach hinten. 15 Sekunden. Wir brauchen in Zolder ungefähr 34, 35, maximal 36 Sekunden von Boxeneingangslinie durch die Box bis hin zur Ausgangslinie. Rest ist optional Standzeit. Ewerts 24, H25, Schütz P26. Von beiden also überholt worden. Der Armin Schütz. Es kommt rein Jakob Hausinger. Ebenfalls ist drin Klaus Jäkel, Moritz Falk. Kalex, einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Auch Danny Anwand finden wir in der Boxengasse. Aktuell Marius Zahner geht somit vorbei. Jetzt auf P18 unterwegs, der Marius. Aber ihr seht, die 1 hinter seinem Namen. Boxengasse ist noch ein Ticken mehr geöffnet wie 10 Minuten. Dann ist hier Feierabend. Dann ist das sogenannte Pitwindow closed. Dann ist es geschlossen, die Box. Kalex, wie geht's dir? Uiuiuiui, wilder Schlinger da vom M4. DT für die 102. Klaus Jäkel. Boxenausfahrt passt. Die 102. Die 102. Die 102. Wer sind die 102? Ich sehe vor lauter Zahlen nichts mehr. Hier, Moritz Falk. Das also. Da steht scheinbar eine DT zu Buche. Eine Drive-Thru-Penalty. Ja, da sehen wir jetzt links auch im Tower die DT. Bei Moritz Falk. Michael Pirchheim im Zweikampf immer noch gegen Jonas Zeus. Christopher Schmidt jetzt beim Stop drin. Nick Lehfeld übernimmt somit P11. Gelbe Flaggen für Marcel Sauer. Kurz auf Abwägen der Marcel. P38. Thomas Schäfert ging da vorbei. Na Marcel. Ja klar, wenn du da auf Track unterwegs bist, dann kannst du die Position natürlich nicht halten. Das ist logisch. Schade, hat der Dirk auch abgestellt. Ah, das wäre das zweite Rennen, Mensch. Mit Nullinger. Ah, Alexander Cruz übernimmt die 23. Moritz Falk 24. Durch die Boxeneinfahrt genutzt von Armin Schütz. Rüber zu Chris Heyer. Vorne Mario Elderli fehlt minimal ein bisschen Lack im Bereich des Heckdiffusors. Ich glaube, das ist aber überschaubar.
Boah, die erschreckt mich schon und so. Greywolf, vielen, vielen Dank für deinen Primary Sub, mein Lieber. Willkommen zurück im 36. Monat. Dankeschön. Doppelte Boxeneinfahrt. Vorne dran Mario Elderly. Hier on board sind wir live dabei bei Chris Heyer, der ebenfalls die Boxengasse da angesteuert hat. Lautenbach, der Christian kommt zurück. Auf der 13. Wo ist der Teamkollege? Wo ist Christopher Schmidt? Auf der 13. Jetzt vorbei an Christian Lautenbach. Da ist Christian Lautenbach. Im Bilder. Andi, vielen, vielen Dank. 36 Monate, mein Lieber. Dankeschön. Cruz kommt rein. Alexander Cruz, da ist er. Der 71er Pfeffer. Wo ist der Armin Schütz? P33. Ist vor seinem Teammate. Es müssten doch... Sind es nicht die Soapbox-Autos? Warte mal. Ja. Soapbox Racing. Oh, das war ein schlechter Exit. Da ist der Blinker links jetzt draußen hier bei Armin Schütz für Peter Lindner zum Signal geben. Nee, der hat ihn vergessen. Der Armin Schütz hat den Blinker links vergessen auszumachen, so wie es ausschaut. Jetzt hat er Warnblinker an. Und er findet den richtigen Knopf nicht und das ist der Fastabflug im Hintergrund bei Peter Lindner gewesen. Meine Herren, Daniel Hummel übernimmt die 19, Boxenstopp für Michael Haaf. Moritz Falk, der war doch eben gerade schon mal drin, das ist die 102, der cleart jetzt seine Strafe, seine DT. Muss natürlich reinfahren, klar, wenn du so eine Strafe bekommst, die DT von ACC selber, kennen wir alle, wisst ihr selber. Maximal 3 Runden nach Strafe halt, Zeit innerhalb dieser 3 Runden das Thema abzusitzen, ansonsten droht eine automatische Disqualifikation. Habt ihr bitte immer auf dem Schirm, Freunde. Michael Weber, leicht Abflug für den Porsche mit der Startnummer 710. Ebenfalls aus dem Soapbox Racing Hause. Pierre Meyer, neuer Zweiter. Brocke ist drin, aber auch Gerd Binder, der gelbe Pfeffer. Max Florenz war auch schon drin, ist jetzt auf der 4-3. Gleich wieder auf der 3 unterwegs, aktuell noch auf der 5. Geht jetzt an Brocke und Binder vorbei. Neuer Führender ist Stefan aktuell, Stefan van Kempen. Also nicht Stefan aktuell van Kempen, sondern Stefan van Kempen. Aktuell dieser Pilot. Das heißt im Nachgang vom Wegen der Bloody, ihr findet hier neue Fahrernamen. A.k.a. Spitznamen für die Piloten. Anderson P7, Zeus 8, Pirchheim, der Michael auf 9. Gerd Binder kommt zurück auf der 10. Ja, nein, vielleicht... Doch, passt. Vordergrund habt ihr gesehen. Gerd Binder im gelben Hefe. Der ist schön, schön wahrzunehmen, der Koffer. Schoss da vorbei. Matthias Weggel auf 14. Ja, das war auch nur ein Splash and Dash, den sie da eingelegt haben, die Kollegen. Hier 5, 6, 7, 8, 9 Sekunden vielleicht nur. Reine Standzeit. Müsste ja ein ACC Radsatzwechsel mindestens 30 Sekunden. Klaus Jäckel auf der 18, Alexander Rüss jetzt 19. Michael Weber, Marius Zahner finden wir in der Box. Danny Anwand, auch er bekommt 2 Positionen geschenkt. Übernimmt jetzt die 20. Position. Armin Schütz 1-3, vor ihm fährt Peter Lindner, Florian Wilmer. Kurz die weißen Flaggen draußen, hat sich da überrunden lassen daher. Das war Zeus und Michael Pirchheim, die da überrunden konnten. Dank dafür. Meier jetzt drin, Detlef Kiep, aber auch Stefan van Kempen. Das heißt, das ist wieder der alte Führende. An der Spitze Max Florenz wieder auf der 1. Daniel Arning bleibt lange draußen. Sehr lange. Hat noch einen Ticken mehr wie 3 Minuten. Dann schließt die Boxengasse. Also Daniel Arning maximal noch eine weitere Runde. Ansonsten geht ihm hier die Zeit aus.
Ich würde aber vorsichtig mal tippen, dass er jetzt Ende dieser Runde schon reinkommt. Dass er es nicht so spitz auf Knopf enden lassen möchte. Eieieiei, wilder Struggler hier vom Audi 8, Piloten von Pierre Meyer. Muss sich da verteidigen und da geht's vorbei für Philipp Groß gegen Christian Lautenbach oder an Christian Lautenbach. Der hat auch einen Struggler drin gehabt, der Christian. Daniel Hummel P15 vorbei an Detlef Kiep. Boah, schön gemacht vom M4, vom Soapbox Racing M4 im Hintergrund. Hier war Michael Weber kurz auf Abwägen, verliert Position 33 gegen Armin Schütz. Das ist jetzt Stress pur für die Piloten, Freunde. Das ist Stress pur. Du musst auf weiße Flaggen achten, du musst auf blaue Flaggen achten. Du bist vielleicht im 2- oder im 3-Kampf verstrickt und verhäkelt. Arning ist jetzt drin. Daniel Arning jetzt also die Boxengasse aufgesucht, angefahren. Das heißt P2 für Sebastian Brocke wieder. P3 für Anderson. Marius Zahner im Zweikampf vor Moritz Falk. Der Dreikampf gegen Michael Haaf ist auch zugegen. In der Mitte ist Jakob Hausinger und dahinter Mario Elderli. Aber das macht er gut, der Michael. Trotz havariertem Auto im Bereich der Frontsituation ist er hier am Defenden wie ein großer Alexander Cruz. Ganz kurz mal die gelben Flaggen draußen. Für den Fefe, Pfaffenrod. Auch hier lässt sich überrunden. Oh nein, bei Thomas Gefert haben wir ein Disconnect gehabt, Freunde. Thomas Gefert ist rejoined auf den Server und hat eine unglaublich hohe Rundenzeit. Daher der Rejoin, die Rejoin-Aussage. Wie sieht denn dieser Koffer aus, bitte? Jürgen. Ja, da hat die Lenkung auch einen mit abgekriegt. Im Fefe, pilotiert von Jürgen Hofmann. Boah. Das ist bitter, so ein Auto havariert zurückzuschleifen an die Box. Haaf, Hausinger probiert es für T1. Nein, ist nur nebendran gefahren, mehr oder weniger. Haaf ist da perfekt rumgekommen. Klaus Jäkel in Problemen. Auch das haben wir ein oder zweimal heute Abend schon gesehen. Das ist die Schikane hinter dem Fahrerlager. Ausgehebelt worden, Klaus Jäkel mal auf der rechten Seite. Thomas, grüß dich, moin. Oh, jetzt habe ich mitgebremst. Jakob Hausinger lässt da den Werkskollegen vorbei. Ich finde immer, das Hauptproblem hier auf Zolder ist, wenn du so massiv dicht auffährst, das reicht schon. Eine kleine Unachtsamkeit, ein kleiner Fehler des Vordermanns, du hängst dem volle Lotte hinten drin. So, Boxengasse ist geschlossen. Komme, was wolle. ...28-4-5-7. Neue schnellste Rennrunde gefahren vom alten Inhaber von Max Florenz. Wie gesagt, er bleibt weiterhin der einzige Pilot, der 28er Zeiten ab und an hier präsentieren kann in der Rennsituation. Ganz, 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 ganz tolle Vorstellung. Der Max Florenz, 18 Sekunden ist er da vorne weg. Der kann es eigentlich tiefenentspannt angehen lassen. Aber ich glaube, das ist nicht eine Prämisse des Max Florenz, der sagt, er fährt bis zum Ende, fährt der Attacke und zieht's durch. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, der Pierre Meyer vorne dran im Audi auf der 9 vor Philipp Groß auf P10. Die zwei sind im Zweikampf. Dahinter ist eine Sekunde der Christian Lautenbach nur entfernt.
dass Christian Lautenbach hier nicht den Anschlussfinal verliert an die 2. Da gab es ein bisschen Schmusibusi zwischen Jakob Hausinger und Mario Elderli. Lack aus. Oh, Elderli fährt hier ganz weit auf die Wiese. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist der Heckdiffusor locken. Locken. Da ist der Heck. Genau, der Heckdiffusor hat Locken. Nein, der Heckdiffusor ist locker. Achtung an Mario Elderli. Es kann sein, dass deine Hinterachse nicht mehr ganz so das macht, was du von ihr abverlangst. Diffusor-Schaden bei Mario Elderli am Auto. Florian Wilmer vorbei an Alexander Cruz. Wechsel um die 29. Christian Richter auf der... auf der 34. Nein, es gibt kein neues Emote gepaart mit der Akustik von... Ah, was macht ihr denn? Oh nein, Christian! Ach, minimalistisch auf der rechten Seite aus Fahrerperspektive hat er die Grasnarbe erwischt. Ja, jetzt dreht er auch noch ums Schild der 11. Verhexte Situation. Michael Weber, Florian Seidel, aber die Nutznießer des Ganzen auch beim Florian Seidel ist so ein bisschen Lackverlust an der Frontpartie des M4 zu sehen. Auch Sven Euskirchen ging da vorbei an Christian Richter. Schön. P1 hat er vorbeifahren lassen. Peter Buchholz. 18. hinter Marcel Sauer. 16,5 Minuten. Noch Michael Pirschheim ist vorbei an Jonas Zeus. Zeus nunmehr auf der 5. Pirschheim jetzt auf der 4. Das ist brutal, oder? Die sind voll gedamaged, voll lediert, die Autos, weißt du, ich meine? Und die sind hier trotzdem mit Knallgas unterwegs. Ach so, kleiner Kampfzwergerl, der, Alexander Rütz, hast du gesagt, ist, regulär eingestuft in der Silver-Kategorie, richtig? Das heißt, ich muss dann im Endeffekt auf die anderen Jungs gucken, weil wir nachher das Interview haben mit der Bronze-Klasse. Nee, doch, Bronze, ja richtig, genau. Das heißt, die roten Numberplates. Das heißt, Konstantin Karl wäre das nach aktuellem Stand, Jakob Hausinger und Mario Elderli. Genau, richtig. Okay, perfekt. Dass ich das auf dem Schirm habe. Philipp Groß vorbei an Pierre Meyer. Aha. Wechsel also um die 9. Michael Haaf, P27. Da haben wir noch die Situation. Marcel Sauer. Ganz kleines Problem gehabt. Peter Buchholz probiert. Jawohl, zieht durch, kommt vorbei, geht vorbei an Marcel Sauer. Ja, das sind diese Momente, ja? Ein kleiner Fehler, eine kleine Unachtsamkeit und ratzfatz ist der Kollege, der Konkurrent vorbei. Euskirchen ein Problem. Sven Euskirchen, das ist T1. Verliert hier wahrscheinlich gleich die Hinter... Nein, der ist... Oh Gott. Ja, da ist auf der Innenseite am Curb ist eine kleine Welle drin, beziehungsweise wenn du da so ein bisschen in Kombination auf die Wiese kommst, das Auto wird so dermaßen nach oben katapultiert und ausgehebelt. Genau das ist dem Sven Euskirchen passiert. Pierre Brückner, 41. 21 Sekunden Rückstand, da wird nicht mehr allzu viel passieren oder zumindest nicht mehr ohne Fremdeinwirkung womöglich. Aber hier, das Thema ist definitiv noch nicht ausgekaspert. Da geht noch was. Zwischen Christopher Schmidt vorne dran auf 8 und hier on board bei Philipp Groß im Fortune Hunter Racing Lambo. Wie ruhig der gerade drüber ist, gell, über die Curbs hier. Ich glaube, ich muss ja auch einfach nur ein bisschen mehr Lenk auf der Strecke.
Eieieiei, Schmitz! Links bleiben, links bleiben, links bleiben. Links bleiben, die sind side by side. Noch kann Christopher Schmidt das Thema kontern. Jetzt muss er Platz lassen. Ja, jetzt hat er gelupft. Ja, sehr gut. Weise Entscheidung von Christopher Schmidt. Philipp Groß ging da vorbei. Hätte Christopher Schmidt womöglich jetzt massivst gegengehalten, wäre es wahrscheinlich zur Kollision gekommen. Ja, das war ein ganz, ganz leichter Kontakt. Erklärt die Ausrufezeichen links im Tower. Ach, warum sagt ihr denn nichts, dass ihr keine Gaps seht, Mensch? Oh, meine Herren, ich habe immer noch die Personal Best in der Anzeige gehabt, anstatt die Deltas. Sorry dafür. Oh, Max Florenz hat mal kurz eine mitgekriegt. Auch nicht schlecht. Ja, der Jakob Hausinger, 1,8, hinter ihm ist Michael Haaf, oh, Marius Zahner. Alles gut. Gelbe Flaggen, weil er sich überrunden hat lassen. Keine Panik kriegen. Ja, das ist richtig. Ja. Wie gesagt, mir ist auch nicht aufgefallen. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Marcel Sauer steht jetzt hier auf Abwägen, lässt das Feld vorbei und fährt wieder zurück. Moritz Falk, 1,5 Sekunden hinter Konstantin Karl. Schnellere Pace hat er aktuell, der Moritz. Was? 41 gegen 48. Meinst du Startnummern? Das ist Mario Elderli vor Florian Wilmer. Armin Schütz vor Peter Linden. Auch hier wird der Zweikampf gestaltet. Okay, das ist das, was du meinst, Strike Mike. Das ist der Zweikampf um P3. Vorne dran ist Daniel Andersen im grünen, schwarzen McLaren vor dem Michael Pirschheim. Und die letzten 10 Minuten sind angebrochen, Freunde. Die letzten 10 Minuten. Geht mir das ab wie ein Bach ins Gesicht. Sehr, sehr geil. ...31,2 von Elderli im Porsche, 31,0 von Wilmer, vom Florian. Moritz Falk ist vorbei an Konstantin Karl, das hat funktioniert. Wechsel P23, Haken dran. Ja, alles gut. Du, realistisch gesehen, Mike, ich bin für sowas bin ich dankbar. Hier gab es ein bisschen Luck, ein bisschen Contact in Richtung Marius Zahner. Moritz Falk ist in der Box. Wieso ist Moritz Falk in der Box? Hat er nochmal eine DT oder was? Mach keinen Scheiße. Doch, hat er. Oh, meine Herren. Oh, ist das bitter.
So, Mario Elderli und Florian Wilmer, auch die beiden im Lackaustausch unterwegs gewesen. Das Feld ist so groß, Trike Mike, insofern, ich brauche da eure Hilfe, wenn, ne? Das ist alles gut. Ich kann gar nicht alles sehen, also da helfen auch keine 6 Millionen Monitore, die da vorhanden sind, womöglich, aber geht gar nicht. Ich habe ja hier selber bei mir eine absolute Reizüberflutung, ja, will ich es mal definieren. Ja, warum denn auch nicht? Da hat sich jetzt der Armin Schütz ein bisschen verschätzt. Oder beziehungsweise nicht mit dem Angriff des Peter Lindner gerechnet. Oder mit dem Verbremser des Peter Lindner, das könnte auch gewesen sein. Man will ja niemandem hier Absicht unterstellen, ist ja Quatsch. Freunde, die letzten sieben Minuten. Anderson Pierschein, ganz, ganz enge Kiste. Trotz fortmachender Motorhaube bleibt Michael Pierschein konstant, kontinuierlich dran an P3 hinter Daniel Anderson. Gerade im Augenwinkel gesehen, Klaus Jäkel ging da vorbei an Alexander Hütz. Wechsel um P18. Ewarts auf der 13 im Windschatten hinter P12 hinter Matthias Weggel. Das sind aber die zwei klassenübergreifenden mehr oder weniger Konkurrenten. Also hier geht es lediglich um Gesamtposition. Da müsste man nicht zwingend kämpfen. Das ist der Goldfahrer hinter dem Silver Driver, hinter Matthias Weggel. Ja, und immer wieder dieses aus dem Windschatten herauszucken oder massiv lenken auf der Bremse in Richtung nächster Corner, nächster Kurve. Hausinger auf der 25, Mario Zahner auf der 24. Ja, der Marius muss da jetzt ein bisschen Attacke machen, wenn. Ansonsten hat Jakob Hausinger gleich die Möglichkeit, eventuell Marius Zahner zu attackieren. Wilmer hinter Elderli, auch das Thema geht schon. Moment, davor ist Michael Haaf, also der Dreikampf gegen Michael Haaf, wieder entbrannt und entstanden. Hausinger ist vorbei. Nee, noch nicht. Nein, 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 nein. Zahner kann kontern. Marius Zahner kontert und sichert sich wieder P24 für den Moment. Peter Lindner hinter Armin Schütz. Ja, teilweise weißt du gar nicht, wo du als erstes hinschalten sollst, ey. Eieiei, ein Zehntelchen zwischen Gerd Binder und Philipp Groß. Pierschein musste jetzt auf etwas mehr wie eine Sekunde abreißen lassen hinter Daniel Anderson. 28-3-4-0. Freunde, gefühlt in der drittvorletzten Runde fährt Max Florenz die neue schnellste Rennrunde. Erneut eine 28er. Wilmer ist vorbei an Michael Haaf, aber auch an Mario Elderli. Ging nicht ganz ohne Lackaustausch, aber es ist erstmal geschafft. Da ging jetzt Pierre Meyer vorbei, das ist die Überrundungssituation. Muss jetzt gleich an Haaf, aber auch an, ja, da hinten hat es gejumst. Da ging es für Moritz Falk scheinbar nicht rechtzeitig vorbei an dem Kollegen am 73er Porsche, an Mario Elderli. Schade. Missverständnis. Alexander Rütz auch eher auf Abwägen. Alexander Rütz. Berühmt-berüchtigte Schikane. Ah, okay. Ist da mal über den Sausage Curb drüber. Und blieb dann auf der rechten Seite kurzen Moment stehen. Und das ist der.
Abflug im Augenwinkel in der Entstehung gewesen bei Jakob Hausinger. Verliert die Position 25 gegen Florian Wilmar. Michael Haaf wieder direkt im Genick klebend. Das Hausinger. Eieieiei. Egal, wo ich jetzt hinschalte, irgendwas werden wir verpassen, Freunde. Irgendwas werden wir verpassen. Ja, spannend ist auf jeden Fall. Spannend ist auf jeden Fall. Weil egal, wo du hinkickst, überall wird's gefightet. Zimhinger, Grüße, moin. Ums Podium. Jein, sag ich mal, Zimhinger. Michael muss wieder ein bisschen weiter ranfahren. Aber die Möglichkeit bestünde noch, ja. 29,4 von Binder, 29,39 von Philipp Groß. Reicht nicht ganz. Daniel Arning auf 14 vor Daniel Hummel auf 15 hinter Matthias Weggel auf der 13. Das heißt, Everts ist vorbeigefahren an Matthias Weggel. Die waren sich da scheinbar einig. Peter Lindner hinter Moritz Falk. Der muss wieder Pace aufnehmen, zumindest für die letzte oder gar vorletzte Runde. Gelbe Flaggen draußen. Gerd Binder, Lackaustausch gehabt. Die gelben Flaggen waren da draußen für Peter Lindner, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, für Pfaffenrot. Rot. Und das ist hier aber ungewöhnlich gewesen, gerade aus der Sicht des Peter Lindner. Das hier ist Friedrich Pfaffenrot. Peter Lindner verliert P32 jetzt gegen Armin Schütz. Aufgrund des Fehlers gerade. André Schwarz. Florian Seidel. Einmal quer über die Wiese bitte. P36 verliert P35 jetzt gegen Christian Richter. Ja, ist generell, es ist auch scheißegal, welche Strecke so ungefähr, wenn du da die Grasnarbe erwischst, dann ist vorbei. So, Pierscheim ist wieder dran an P3 und Daniel Anderson. Ich muss jetzt aufpassen, 10 Sekunden haben wir noch. Wo ist denn der Max? Au. Freunde, das ist die letzte Runde gewesen. Das reicht, das ist der Zieleinlauf. Max Florenz gewinnt. Start-Ziel-Sieg-Phänomen hier in Zolda. Glückwunsch an den Max, Glückwunsch ans Team, an Venari Racing. Max Florenz, 26 Sekunden hat der vor P2. Vor Sebastian Brocke. In Zolda. Großartig, ohne Scheiß. Richtig, richtig großartig. P2 wird es für Sebastian Brocke, auch da Applaus. Gratulation an Sebastian Brocke. Tolle, tolle Leistung, er hat knapp 3 Sekunden vor P3, vor Daniel Anderson natürlich auch hier den Glückwunsch, der rausgeht. Pierschein P4, Jannis Zeus 5, Stefan van Kempen wird 6. Philipp Groß wird 7. werden. Geht hier noch vorbei an Gerd Binder, P8, Christopher Schmidt 9, Christian Lautenbach dahinter auf der 10. So, P1 für die Silver Class ist Matthias Weggel, auch er ist auf den letzten Metern unterwegs. Matthias Weggel wird den Sieg in der Silber-Kategorie nach Hause fahren. Weggel siegt in Zolda. Glückwunsch dazu. Daniel Arning dahinter für P2 auf der 3. Dann der Detlef Keep. Auch er wird abgewunken. Gesamtposition Nummer 16 für den Detlef Keep. Jetzt muss ich aufpassen. Alex Rüss nicht. Konstantin Karl. Das ist der Sieger der Bronze-Kategorie. Das ist P1 Konstantin Karl. Auf P2 haben wir dann den Jakob Hausinger. Gesamtposition 26 und P3 haben wir für, scheiße, jetzt geht diese Kamera da weg, für Alexander Cruz, das ist P28 gesamt. Glückwunsch
dazu. Die drei, wenn sie möchten, können wir dann gleich im Interview hören. Alexander Kruse, P3. P2 für Jakob Hausinger. Jakob Hausinger. Und P1 für Konstantin Karel. So ist zumindest der Plan. So, warte mal. Dann wollen wir ganz kurz hier kicken. Benden. Jawohl. Ach, ich brauche mein Headset noch. Scheiße. So, was habe ich gesagt? Konstantin Karl, P1, P2 für Jakob Hausinger, P3 Alexander Kruse, richtig? Sam, einen wunderschönen guten Abend, Grüße. Ja, aber Rütz ist nicht rot. Rütz ist Silberfahrer, Samu. Rütz ist fälschlicherweise via RaceHub in Rot angezeigt worden, ist aber gar kein Bronzefahrer, sondern Silverdriver. Deswegen habe ich den ignoriert. Ansonsten hast du recht. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Galeriski? Highlightski? Spielinski? Passt. So, dann wollen wir mal kurz ins Voice reinhupfen. Ob die schon da sind. Ne, noch nicht. Dauert noch einen kleinen Moment, ist aber vollkommen legitim und vollkommen okay. Da, ja, die Hove Sim Racing eine verpflichtende In-Lab hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah ja, genau so die Standardaussage, oder Samu? Nee, aber ist doch schön, mein Bub, dich zu lesen. Ist doch cool. Konstantin Karl, P1, Jakob Hausinger 2, Alexander Kruse auf 3. Wie gesagt, die 3. Der Jakob ist schon da. Ich warte noch einen kleinen Moment. Ansonsten werden wir mit dem Jakob schon mal schnacken. Wie gesagt, ist freiwillig. Ne? Also hier wird keiner der Fahrer wird gezwungen oder sowas. Ist völliger Quatsch. Gibt auch Menschen, die sagen, nee, sie möchten das nicht. Sind vielleicht ein bisschen scheu. Alles gut. Verstehe ich. Ja. Yeah. So, Jakob, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, moin. Ist nicht schlimm, bin ich immer schon zu zweit. Ich habe mich drüber erschrocken, wie leise du bist. Warte mal, ich muss dich extrem laut stellen hier. So. Kein Thema. Ja, aber wir hatten schon mal das Vergnügen, Jakob, oder? Jetzt noch nicht. Nee? Nee. Dann täusche ich mich rum. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Insofern, ich darf ja auch mal was vergessen, ne? Sehr schön. Jakob, Glückwunsch zu P2 in der Klasse. Wir haben da scheinbar einen kleinen Anzeigefehler mit drin gehabt. Der Alexander Rütz ist mit einer roten Startnummerntafel unterwegs gewesen, obwohl der Alexander Rütz in der Silver-Kategorie unterwegs ist. Rütz und Richter sind drüber. Wer ist drüber? Sind Rütz und Richter sind Silber. Ach, Richter auch? Ah, okay, ja. Okay. Ja gut, okay. Richter war ja hinter euch gewesen, insofern ist okay. Also Richter können wir im ersten Moment egalisieren, das ist kein Thema. Insofern passt es. Das heißt, Konstantin Karl P1, du warst P2 und Alexander Kruse war auf der 3 gewesen, ja. P2, Gesamtposition 26, auch bei dir haben wir die eine oder andere Situation gesehen, wo so ein bisschen Trouble mal kurz die Schrecksekunde hochgefahren ist. Wie war es denn gewesen, speziell mit der, ich sag mal, doch der relativ vollen Strecke am heutigen Abend hier in Zolda aus deiner Sicht? Oh, es war ein Kampf mit allem und jedem. Das glaube ich. Anfangs war es halt der Crash da bei der Schikane, da ja, konnte man nicht mehr ausweichen. Und dann, glaube ich, eine Runde später nochmal ein Crash, da war die ganze Strecke voll war. Und ich denke mir so, was mein jetzt? Alles zu, nur auf die Bremse und dann, ja, mit Schaden habe ich dann, glaube 20 Minuten überlegt, dass ich jetzt repariert oder nicht. Dann habe ich es gelassen und bin einfach durchgefahren. Und war es glücklicherweise noch B. Ja, ja, Snacks, danke dir für die 5, was abgefunden, mein Lieber. Dankeschön. Wie viel Schaden hast du denn gehabt?
16 Sekunden. Und 16 Sekunden hast du bis zum Ende durchgerockt? Ja, sehr geil. Ja, es ist noch mehr geworden. Ja? Ich habe mir dann, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss nochmal gedreht. Okay. Da stand auf einmal die Mutter habe ich auf. Ja, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Also diese fritt machende Motorhaube war definitiv heute Abend nicht unbedingt selten zu sehen, leider Gottes. Aber die Massencrash-Situation in der Entstehung habe ich schon gar nicht mitbekommen. Das war brutal, was hier los war. Ich glaube, da waren 4, 5, 6 Autos sogar involviert in Summe. Mhm. Das war eine recht unschöne Situation. Aber Zolder ist auch nicht wirklich dafür gemacht. Ne? Also Zolder ist ja eine sehr, sehr schmale Strecke in der Qualifikation. Wie lange hast du womöglich gewartet oder bist du direkt nach Quali Session, also nach Open der Boxengasse raus und hast da die versucht, schnellstmöglich eine Quali-Runde zu setzen? Ich bin direkt raus und habe dann wirklich schnellstmöglich eine Runde versucht zu setzen, aber ja. Ich hab's mir gleich zweimal am Anfang verschossen. Zweimal an derselben Stelle. Ich hab so, jetzt muss ich doch was ändern, weil so geht's nicht. Weil du den Cut-Eier gefahren hast, ne? Eingefahren hast, ja. Genau. Ja. Ja, das ist brutal hier in Zolder. Das ist. Also frei nach dem Motto und Zolder solltest du eigentlich die eine oder zwei wirklich safe die Runden fahren. Einfach nur eine relativ schöne oder schnelle Zeit setzen und danach dann, wenn die Zeiten sitzen, danach dann probieren, ne? Aber wenn da 48 Fahrzeuge auf dem Auto, da hast du keine Zeit. Da musst du fliegen lassen, egal ob du willst oder nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, sehr schön. Jakob, ich will dich auch gar nicht länger aufhalten, weil ich denke, bei dir braucht es jetzt auch die eine oder andere Eistonne, beziehungsweise das ja. Eine oder andere kühle Blonde im Nachgang. Es sei dir gegönnt, du hast es verdient. P2 in deiner Klasse, P26 overall von 46 beendeten Teilnehmern. Kann man lassen. Chapeau. Jakob, ich wünsche dir was. Wir sehen uns hoffentlich aller spätestens dann in 14 Tagen wieder, ergo in 2 Wochen. In diesem Sinne, Freunde, das war Jakob Hausinger. Danke dir. Bitte. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, also wie gesagt, ist freiwillig, ist kein Thema. Die Kollegen wollen scheinbar nicht mit uns sprechen oder beziehungsweise nicht das Interview machen. Alles gut. Habe ich vollstes Verständnis für. Das heißt, Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob der Trike Mike noch da ist. Hat er oben geschrieben. Danke, Benny, für die Übertragung. War wieder voll krass. Bleib gesund. Wir hören uns wieder. Ebenfalls, mein lieber Trike Mike. Kommt gut zu liegen, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Also, wie gesagt, Zolder können wir den Akten zufügen. Seitens der Hobe Sim Racing Zolder haben wir überstanden. Wir sind in 2 Wochen dann wieder für euch am Start. Das ist dann hier der letzte Stream vor meinem Urlaub. Dann kriegen wir es auf jeden Fall gewuppt. Dann allerdings auf... was habe ich jetzt gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich kann mir sowas nicht merken. Hier, Misano. 17. August in Misano sind wir dann 1,5 Stunden, 90 Minuten ergo in der Renndistanz unterwegs. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns eventuell morgen Abend wieder. Ansonsten eventuell am Samstag. Bleibt auf dem Discord einfach der Informationspolitik da so ein bisschen treu und dann werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich schwimme mich jetzt in den Stuhl rein, werde jetzt hier kurz die Technik ein bisschen runterfahren, umbauen, anpassen und dann sitze ich selber im LMP2 drin, mal gucken, wie es dann läuft. Ja, wie gesagt, bleibt auf dem Discord der Info-Thematik da treu und dann ist das kein Thema. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für Snakeshit, vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend noch, fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für die ganzen Follower, die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted Subs. Fettes, fettes Merci und wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns beim nächsten Mal wieder. Kommt gut zu liegen, bleibt mir munter, auf Wiederschauen, Rinje hauen und bis zum nächsten Mal. Danke, macht's gut, tschüss.